Megatransport im Tagebau. Ein riesiges Stahlgerüst muss an einen anderen Einsatzort. Ein Job für Schwertransportprofi Randolf Peters. Die Ladung geht hier ein bisschen nach unten, also müssen wir auf der anderen Seite, da wo wir absetzen wollen, etwas unterbauen. Die Strecke? Ein Hindernisparcours. Unter einem Förderband wird es teuflisch eng. Günther, nimm mal das Fahrwerk runter. Stromtrassen führen zu einem Zwangsstopp. Wenn man den Strom nicht abschaltet und ein Funke springt über, dann wird es ja schlecht ausgehen für alle. Den Schwertransport immer im Blick. Heißt, kilometerweit rückwärts laufen. Auf 5 km/h komme ich rückwärts auf. Und irgendwann gewöhnt man sich dran. Außerdem enge Kurven und steile Bergabfahrten. Filigranarbeit mit schwerem Transportgerät. Das Tagebaurevier Vereinigtes Schlehenhain, rund 40 Kilometer südlich von Leipzig. Gigantische Bagger bauen hier aus 4 Flözen Braunkohle ab. Mit jeder Schaufelraddrehung rund 15 Kubikmeter. Insgesamt 11 Millionen Tonnen pro Jahr. Hier im Kraftwerk Lippendorf wird die Braunkohle verbrannt. Zum einen zur Stromgewinnung, zum anderen um Fernwärme zu erzeugen. Damit werden rund 60% der Haushalte in der sächsischen Metropole Leipzig beliefert. Um das Kraftwerk mit Kohle zu versorgen, werden kilometerlange Förderbänder benötigt. Und auch der Abraum, ca. 35 Millionen Tonnen jährlich, läuft über Bänder zum Absetzer. Er verfüllt die Förderlöcher wieder mit dem Gestein und der Erde. Die insgesamt 38 Kilometer langen Förderbänder besitzen sogenannte Antriebsstationen, ausgestattet mit starken Elektromotoren. Weil sich der Bagger immer weiter vorarbeitet, werden ständig zusätzliche Förderbänder und Antriebsstationen benötigt. Sie müssen jetzt aus einem bereits stillgelegten Abbauareal zur aktuellen Förderstelle gebracht werden. Diese Anlage ist seit 30 Jahren außer Betrieb und zum Teil schon zerlegt. Nun soll sie im aktiven Fördergebiet wieder zum Einsatz kommen. Die Überführung der Antriebsstation, kurz ATS, ist die Aufgabe von Randolf Peters, einem Schwertransportprofi. Ja, das Problem ist halt, dass die ATS ist 49 Meter lang und knapp 6 Meter breit. Und es ist halt ein Tagebaugelände, wo wir jetzt durchfahren wollen, wo einige Kurven sind und ja, das Gelände halt auch Gefälle hat und Schrägneigung der Fahrbahn, was halt dann schon interessant ist. Letzte Besprechung mit Andreas Zyron, der für den Auf- und Abbau der Antriebsstation verantwortlich ist. Habt ihr eigentlich die Träger, die wir unterbauen wollen, habt ihr die schon da? Hier hinten muss einer drunter nochmal, der ist schon dran. Ja. Genau. Und hier muss ja einer drunter zum Höhenausgleich. Dann setzen die da vorne dran. Die Transportstrecke führt unter einem Förderband hindurch. Deshalb müssen die beiden Raupenfahrwerke weg. Da oben sieht man die Schnittstelle, wo der Träger durchtrennen würde, um das Raupenfahrwerk von der Antriebsstation zu trennen. Auf dem Träger wird es jetzt gelagert, statt auf der Raupe beim Transport, dass wir so weit wie es geht nach unten kommen, um die Durchfahrhöhe zu erreichen von 5,20 Meter. Und das ist jetzt der Abstützträger, der extra montiert wurde dafür. Die Transportgeräte für die Antriebsstation kommen per Tieflader. Es sind insgesamt 3 Transportmodule. 2 davon mit eigenem Antrieb. Dieses Modul hat keinen. Das Modul wiegt 16 Tonnen und das muss eingehangen werden, einfach und entladen. Das sollte normal keine Schwierigkeiten bereiten. Eigentlich eher eine entspannte Aufgabe. Eigentlich. Aber nachdem die Schwertransportprofis Randolf Peters und Günter Lubk die Kranketten montiert haben, erleben sie beim Anheben des Moduls eine Überraschung. Eine der Achsen hängt nach unten. Ah, hier ist kein Stecker drin, Günther. Was? Ein Stecker drin? Siehst du? Spott vom Kranführer. Das ist ja kaputt schon. Ihr bringt einen Schrott an. Das ist nichts kaputt. Normal müssten die oben sein, weil wir immer Stecker reinmachen. Aber hier haben sie vergessen, die Stecker reinzumachen. Was nicht tragisch ist.
Denn vor dem Start des Transports müssen sowieso alle Stecker raus, die die Achsen oben halten. Schon rollt der nächste Tieflader an. Das Modul, das er geladen hat, besitzt vorne einen Motor. Es ist ein sogenannter Selbstfahrer, in der Fachsprache SPMT. Die Entladung dieser 21 Tonnen schweren Transporteinheit ist etwas verzwickt für die Männer. Die Anhängepunkte müssen wir jetzt auswählen, dass das Fahrzeug halbwegs gerade hängt beim Anheben. Weil das ist kopflastig, der Motor wiegt 5 Tonnen. Und jetzt müssen wir rausfinden, dass wir das so anhängen, dass es gerade hängt. Ja, wenn wir die bestehenden Punkte nehmen, dann kippt es in eine Richtung da, wo der Motor ist, weil der halt 5 Tonnen schwerer ist. Und dann ist es nicht mehr austariert. Das Ummontieren der Haltepunkte ist nicht nur eine Tüftelarbeit, sondern auch eine Plackerei. Aktuell misst das Thermometer fast 35 Grad im Schatten. Hey, leck mich am Arsch. Hitze. Nach 20 Minuten sitzen alle Haltepunkte am richtigen Platz. Die beiden Schwertransportexperten können die Kranhaken einhängen. Denk dran, keine Lackratzer. Gibt nur einen Abzug. Bei den Temperaturen ist es schon eher eine anspruchsvolle Arbeit. Weil es sind schon alles relativ schwere Teile aus Eisen. Und die Temperatur macht es natürlich noch lustiger. Beim Anheben gerät der Selbstfahrer doch in Schräglage. Das Heck geht hoch, aber vorn am Motor stößt er auf der Ladefläche an. Also wieder ablassen. Randolf Peters hat eine Lösung. Um jetzt das Fahrwerk runterzuheben mit Motor, werden wir den Motor jetzt starten und das Powerpack auf 25 Grad zu stellen. Dann haben wir mehr Bodenfreiheit und können mit dem Kran anheben und entladen. Der Transportprofi will so verhindern, dass der Motor beschädigt wird. Und es funktioniert. Das Abladen war noch die leichtere Übung. Was folgt, ist für die beiden Schwertransportspezialisten weit anstrengender. Wir werden jetzt die beiden Vierachsmodule miteinander verbinden. Das eine Vierachsmodul, was wir gerade entladen haben, mit Motor. Und das Vierachsmodul ohne Motor. Das ist notwendig, weil wir fahren in öffentlichen Verkehrsbereichen, in Straßen mit 12 Tonnen Achslast. Und das bedeutet, dass die 130 Tonnen Gesamtgewicht von Fahrzeugen und Last auf 12 Achsen verteilt werden müssen. Gesteuert werden die Selbstfahrer, kurz SPMT, per Fernbedienung. Das SPMT ist ein Self-Propelled-Modul-Transporter. Das ist hier halt notwendig im Tagebau, weil sehr wenig Platz ist für eine große Ladung. Und der Vorteil an dem Fahrzeug ist, dass die Räder einzeln ansteuerbar sind mit der Lenkung. Jede Achse Räder 360 Grad. Jeweils pro Vierachsmodul sind zwei Achsen hydraulisch angetrieben, die auch wiederum andersrum betrieben werden können, um als Bremse genutzt zu werden. Und man hat ungefähr 40 cm Hydraulikhub, um seitliche Neigungen auszugleichen, wo man halt hier so in dem Gelände halt relativ oft hat. Zum Koppeln der beiden Module müssen diese exakt in einer Flucht stehen. Das heißt, hin und her rangieren, bis alles ganz genau passt. Also wir fahren jetzt das Fahrwerk mit Motor an das Fahrwerk ohne Motor und versuchen, die Laschen miteinander zu verbinden, ineinander einzufügen und mit dem Bolzen die Fahrwerke miteinander zu verbinden. Die Schwierigkeit dabei ist, dass man gerade hintereinander steht und dass die Laschen sich nicht verhaken. Die Kante vom Fahrwerk kann man als Orientierung nehmen, wenn man genau gerade drüber schaut, dann sieht man die andere Kante vom vorderen Fahrwerk. Und das muss dann irgendwann eine Linie ergeben. Günther Lubk muss jetzt darauf achten, dass die Verbindungslaschen genau ineinander passen und sich nicht verkanten. Warte mal, stopp! Die Hydraulikschläuche des vorderen Moduls müssen durch Öffnungen im hinteren Modul. Jetzt fährt Randolf Peters die beiden Module Zentimeter für Zentimeter zusammen. Okay. Stopp mal.
Okay, weiter. Jawohl. Jawohl. Die Öffnungen der Laschen müssen exakt auf gleicher Höhe sein. Sonst können die Männer die Verbindungsbolzen nicht durchschieben. Ja. Ja. Ich komm ran. Ja. Warte. Nee. Ja. Ja. Geschafft. Jetzt muss Günter Lubk die Fahrwerke oben miteinander verbinden, an insgesamt 6 Stellen. Das Eisen ist heiß, da sitzt er auf dem scheiß Eisen hier, brennt das von unten die Eier an, von oben brennt er die Birne an und die Bolzen sind auch schwer. Verschnaufpausen dürfen sich die Männer nicht gönnen, wenn sie den Schwertransport termingerecht über die Bühne bringen wollen. Also wir machen jetzt hier die Hydraulikschläuche dran. Die Hydraulik ist zum Heben, zum Senken und für die Lenkung. Und dann haben wir hier noch die Luft. Das müssen wir jetzt alles miteinander verbinden. Wenn wir das dran haben, können wir die Fahrwerke heben und dann können wir besser in der Mitte die 2 großen Schläuche dran machen, die für die Antriebsmotoren zuständig sind. So, und das werden wir jetzt mal machen, bei dieser Temperatur. Genau. Nachdem alle Hydraulik- und Pneumatikverbindungen hergestellt sind, zieht Günter Lubk die letzten Schrauben fest. Der Selbstfahrer ist bereit zum Einsatz. Randolf Peters bringt zuerst den kleineren Einmodul-Selbstfahrer zur Beladestelle. Fahrzeuge sind seine Leidenschaft, vor allem diese Spezialfahrzeuge. Mein Chef hat irgendwann erkannt, dass, um die Firma weiterzuentwickeln, so Fahrzeuge notwendig sind. Und dann haben wir darüber gesprochen und mich hat das halt sehr interessiert. Und dann hat man einen Lehrgang gemacht und jetzt sind wir hier. Das Fahren ist das eine. Die Erfahrung das andere. Ja, viel. Viel Übung und wird immer lernen. Wird immer was dazulernen. Es wird immer neue Situationen geben. Es ist nie das Gleiche. Ladungen sind immer verschieden. Schwerpunkte sind bei Ladungen immer verschieden. Der Untergrund ist verschieden. Es gibt jeden Tag neue Temperaturen. Heute ist sehr heiß, morgen sehr kalt. Reagiert die Hydraulik anders. Bei Regen ist die Traktion anders. Es gibt immer was anderes, worauf man Rücksicht nehmen muss. Auf dem Weg zum Verladeplatz steht ein Tieflader. Randolf Peters versucht, mit dem Selbstfahrer daran vorbeizukommen. Doch plötzlich bleibt er stecken. Auch der Versuch, zurückzustoßen, scheitert. Trotz 500 PS und 16 Antriebsrädern. Der Transportexperte holt zwischen den Rädern große Steinbrocken heraus. Sie haben gewirkt wie Bremskeile. So was Blödes. Ja, die haben das nicht genügend verdichtet. Die andere Einfahrt nehmen. Ohne die schweren Steinbrocken im losen Schotter hat der Selbstfahrer jetzt wieder genügend Grip. Situation gemeistert. Die andere Einfahrt zum Verladeplatz nimmt er problemlos. Dann stellt Randolf Peters den kleinen Selbstfahrer erst einmal ab. Günter Lubk bringt jetzt den längeren SPMT, den mit 2 Lademodulen. Einmal stecken bleiben genügt für heute. Deshalb nimmt Günter Lubk gleich die andere Einfahrt zum Verladeplatz. Aber noch kann die Antriebsstation nicht aufgeladen werden. Erst müssen die Kleinteile der zerlegten Station aus dem Weg geräumt werden. Alles, was den Schwertransport höher machen würde als 5,20 Meter, hat eine Spezialfirma von der Antriebsstation entfernt. Auch die schweren Motoren, die die Förderbänder antreiben, werden auf LKW gehievt und separat zum neuen Aufbauplatz transportiert. Günter Lubk nutzt die Zeit, um ein Nadelöhr auf der Transportstrecke zu besichtigen. Ein Förderband, das unterquert werden muss. Es gibt auch die Maximalhöhe des Transports vor, nämlich die 5,20 Meter. Auch diese Linkskurve ist für die 50 Meter lange Antriebsstation zu eng. Weil wir mit der Förderstation hier um diese scharfe Kurve nicht rumkommen, werden wir jetzt hier Stahlplatten auslegen. Wir kommen dann also hier gefahren und gehen hier spitz rüber. Da hinten, wo die Schwarzdecke endet, legen wir dann auch noch Platten aus, um da hinten diese Spitze mitzunehmen. Weil mit der Länge kommen wir hier nicht durch, weiter drüben kommen wir von der Höhe nicht durch. Also müssen wir so nah wie es geht
hier an diesem Pfeiler lang. Unter dem Förderband legt Speditionsmitarbeiter Sigmar Böttcher schon die 200 Kilo schweren Stahlplatten aus. Diese Platten werden also gelegt, um den Untergrund, der jetzt nicht verdichtet ist, der also nur Kohlenstaub und Dreck ist, wo man sonst einsinken würde und da mal gerade drüber fahren, um einen gewissen Antrieb zu haben und nicht einzusinken. Deshalb legen wir die Platten. Der Winkel reicht hier, oder? Der Winkel reicht so. Der Winkel reicht. Wir legen jetzt noch zwei Platten, würde ich sagen, davor. Zwei bis auf die Ecke und ja. Dann ungefähr, denke ich mal, das Fahrwerk 3 Meter. Ja, genau. Dort vorne müssen wir dann noch eine hin. Aber da komme ich jetzt erstmal nicht ran, müssen wir umsetzen. Machen wir dann. Wir legen hier erstmal. Ja, genau. Zum Auslegen der Platten verwendet ihr einen Elektromagneten. Das geht schnell, hat aber auch Tücken. Man muss immer zusehen, dass er halbwegs in der Mitte ist. Und ja, im Prinzip aufsetzen. Der Hebel rum. Jetzt ist er aktiviert. Und Füße, Beine weg beim Anheben. Weil durch die Länge fängt der Kran immer etwas an zu schwingen. Das ist schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Vor allem ist Rucken vermeiden, nicht schlagartig hin und her, weil durch den Rost und Schmutz ist es manchmal nicht ganz so, ja, dass er nicht unbedingt hundertprozentig hängt. Außerdem ist es nicht ganz einfach, unter dem Förderband zu arbeiten. Der Kran braucht Freiheit über Kopf und auch rechts und links. Und in dem Fall hier durch die Brücke oben drüber ist das eben nicht ganz so lustig, aber leider geht es nicht anders. Denn sonst müsste er den LKW mit Kran mehrmals umsetzen, um die 60 Stahlplatten zu verlegen. Und diese Zeit hat er nicht, denn der Transport wird schon bald hier anrücken. Am bisherigen Standort der Antriebsstation wird jetzt verladen. Was fehlt denn jetzt noch? Noch zwei Spanner, oder? Ich glaube, eine lange noch. Zwei kurze, eine lange Kette und zwei Spanner. Vor dem Aufsetzen der Ladung müssen die Transportspezialisten die beiden Selbstfahrer genau in Position bringen. Ja, bei uns steht die Herausforderung darin, erstmal die SBMTs auszurichten, dass sie direkt hintereinander stehen, in einer Flucht. Wenn die beiden SBMT nicht in einer Flucht stehen würden, dann würde das Lenkverhalten nicht zu 100% stimmen und dann würden die Räder anfangen zu reiben oder zu rotieren auf der Straße. Und deshalb müssen wir die exakt ausrichten. Zuerst bringt Randolf Peters den kürzeren Selbstfahrer in Stellung. Auf ihm soll beim Transport das hintere Ende der Antriebsstation aufliegen. Den zweiten, längeren Selbstfahrer muss Randolf Peters jetzt davor setzen. In einer Flucht und mit dem korrekten Abstand. Knifflige Rangierarbeit. Die Flucht stimmt schon einmal. Doch wie sieht es mit dem Abstand aus? Macht ihr zweimal das Maßband lang, 59. Erste Achse, letzte Achse. Wie viel hast du? Wir sind jetzt bei 39, 20 cm nach vorne. Noch eine kleine Korrektur und die Sache passt. Jetzt kommen die Autokrane zum Einsatz. Ein 300 und ein 400 Tonner. Dirigieren wird sie Andreas Zyron, Mitarbeiter der Montagefirma. Das Wichtigste wird jetzt sein, dieses schwere Teil, diese Antriebsstation, die ca. so um die 70 Tonnen wiegen soll, mit den Kranen kontinuierlich von ihren Fahrwerken abzuheben, in die Luft zu bringen und dann rüber zu schwenken auf die Module zum Abtransport an ihren neuen Einsatzort. Eine Aktion nicht frei von Risiken. Gefahren hat man immer, dass dann irgendwelche Schläge auf die Krane kommen, dass diese Brückenteile dann nach oben springen können. Das wollen wir ja vermeiden. Und darum ist hier präzise Arbeit gefragt von allen Mitarbeitern. Der Hub startet. Wichtig ist jetzt eine möglichst gleichmäßige Lastverteilung auf die beiden Krane. Du jetzt Last dranhängen am KM-Haken? Ich habe komplett 30. Peter, wie lässt du jetzt Last dranhängen? 32. Da tun wir ganz langsam Last auf. Die Antriebsstation kommt ins Schwingen. Jetzt ist Vorsicht geboten. Erst beruhigen lassen, dann heben wir langsam weiter. Ich gehe mal vor. Nach einer halben Minute hat sich die Antriebsstation ausgependelt. Okay, dann heben wir langsam auf. Last auf.
So, ich stopp erstmal. Der Hub des 70 Tonnen schweren und 50 Meter langen Stahlgerüsts hat fast reibungslos geklappt. Doch jetzt gibt es ein Problem. Die Ladung geht hier ein bisschen nach unten, also wird negativ. Also müssen wir auf der anderen Seite, da wo wir absetzen wollen, etwas unterbauen, dass wir hier ein Stück höher kommen, um Luft zu bekommen zum Powerpack, dass man bei Bodenwellen unterwegs das Powerpack weit genug anheben kann, weil man das ja separat vom SPNT anheben kann. Unter den Absetzträger kommen Anti-Rutschmatten und extrem hartes Bengassi-Holz. Danach können die Kranführer die Antriebsstation auf die beiden Selbstfahrer absetzen. Jetzt passt alles. Fehlt nur noch die Ladungssicherung. Alter Scheiße. 50 Kilo wiegen die gewaltigen Spannketten, die Günter Lubk jetzt anbringen muss. Das reinste Krafttraining. Es gibt nichts Besseres. Hör mal. Jede Muskelgruppe wird beansprucht. Jede Muskelgruppe. Ja. So. Bevor der Schwertransport starten kann, werden noch die dazugehörigen Raupenfahrwerke verladen. Sie wurden allerdings seit 30 Jahren nicht mehr bewegt. Der 300-Tonnen-Kran hieft das vordere Fahrwerk über die Antriebsstation hinweg. Laut der alten Pläne wiegt der Raupenantrieb rund 33 Tonnen. Mit dem Tieflader bringen ihn die Männer zum neuen Aufstellort, um ihn dort wieder flott zu machen. Das hintere Fahrwerk soll angeblich nur 2 Tonnen schwerer sein. Doch bei dem Versuch, das Ungetüm anzuheben, rührt sich nichts. Die Raupen scheinen Wurzeln geschlagen zu haben. Der Kran macht nicht mehr mit. Kein Fahrwerk ist zu schwer für die Auslage des Kranes. Der Kran hat eine bestimmte Ausladung und bei der Ausladung hat er eine bestimmte Last zu heben. Und wenn der die Last überschreitet, wird der Kran abgeschalten. Das Problem haben wir jetzt gerade. Und die Lösung dafür heißt umscheren. Das Stahlseil wird über eine Rolle mehr in der sogenannten Kranflasche geführt. Das ergibt 5 Tonnen mehr Hubkraft. Versuch Nummer 2. Das Umscheren zeigt Erfolg. Der Kran hat das Raupenfahrwerk tatsächlich aus dem Boden gehoben. Der Kranführer kann jetzt das tatsächliche Gewicht seiner Last sehen. Es sind 38 Tonnen. 3 Tonnen mehr, als die Werksangabe besagt. Nach 2 Stunden sind die Raupenfahrwerke auf dem Weg zum neuen Standort. Jetzt können auch die Selbstfahrer mit der Antriebsstation starten. Randolf Peters meidet die direkte Ausfahrt vom Abladeplatz auf die geteerte Straße. Denn dort war er bereits bei der Anfahrt einmal stecken geblieben. Aber auch auf diesem Nebenweg gibt es Traktionsprobleme für den 130 Tonnen schweren Transport. Alles okay bei dir? Ja, da durchgedreht, kurz etwas, aber sonst alles gut. Nach 5 Minuten ist endlich fester Untergrund erreicht. So, wir fahren jetzt in Richtung Tagebau rein. Mit 2 SPMT. Die sind jetzt synchron gesteuert von einer Fernbedienung aus. Und mein Kollege, der Günther, der ist für die Regulierung von der Fahrzeughöhe von dem zweiten SPMT und die Steuerung von Lenkung und Geschwindigkeit, das geht von der ersten Fernbedienung aus. Schon als Kind hat Randolf Peters davon geträumt, schweres Gerät zu bewegen. Aufgrund seiner Landwirtschaftslehre konnte er bereits mit 16 die Führerscheine für Traktoren, PKW und LKW machen. 1994 ist er mit nur 20 Jahren in die Schwertransportbranche eingestiegen. So eine geteerte Straße wie auf diesem Abschnitt ist für ihn ein Kinderspiel. Hier kann er richtig Strecke machen. Bis zu einer Linkskurve, wo es eng wird an einer Laterne. Hier vorbei zu zirkeln, ist Millimeterarbeit. Passt hinten mit dem Arsch? Hinten ist überall Platz, weiterfahren. Ein kleiner Rempler nur. Okay, für Bayern der Laterne.
Eine halbe Stunde später ein neues Hindernis. Das engste Nadelöhr auf der ersten Transportetappe ist dieses Förderband. Unter ihm muss der Transport hindurch. Und zwar möglichst nah am Mittelpfeiler vorbei. Sonst passt es von der Höhe nicht. Also wir haben uns jetzt hier Platten ausgelegt, um unter der Wandanlage durchfahren zu können, neben der Straße, damit wir nur kein Buschwerk entfernen müssen, sondern fahren wir auf der Seite durch. Nach oben hin sollten 20 cm Platz sein. 10 wäre aber auch noch okay. So zumindest die Planung. Der Transport nimmt das Hindernis in Angriff. Zur Hälfte ist die Antriebsstation schon unter dem Förderband durch. Dann passiert es. Das Geländer der Station eckt oben an. Günther, nimm mal das Fahrwerk runter. Links leicht abgesenkt, lenkt Randolf Peters den Transport mit dem Heck nach rechts, um Höhe zu gewinnen. So, jetzt langsam wieder gerade wegen dem Baum. Knapp geht es am Gehölz vorbei. Dann ist die Gefahr gebannt. Nach 20 Minuten ist der Transport endlich unter dem Förderband durch. Die kurze Berührung hat nur kleine Schäden am Geländer verursacht. Ich habe es nicht gesehen, weil ich von der Sonne reinzuguck. Und Günther hat auf der Seite nicht geguckt, aber das war normalerweise, wäre genug Platz gewesen. Jetzt war halt ein bisschen weniger. Das Hängenbleiben unter dem Förderband hat Zeit gekostet. Die muss Randolf Peters jetzt wieder reinholen, wenn er das erste Etappenziel des heutigen Tages noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen will. Doch auf dem Weg gibt es noch ein weiteres Hindernis. Zwei Stromtrassen führen über die Straße. Der nächste Zwangsstopp. Wir warten jetzt auf die Stromabschaltung. Erste Leitung durchfahren, warten, einschalten, zweite Leitung abschalten, durchfahren. Die Leitungen hängen zwar so hoch, dass der Transport unten durchpasst, aber sicher ist sicher. Im schlimmsten Fall, wenn man den Strom nicht abschaltet und ein Funke springt über, dann wird es ja, schlecht ausgehen für alle Beteiligten. Und das versucht man einfach zu vermeiden. Stromtrasse Nummer 1 ist jetzt abgeschaltet. Randolf Peters steuert die beiden Selbstfahrer mit der Antriebsstation unten durch. Auf dem Weg zur zweiten Stromtrasse muss der Transport eine scharfe Rechtskurve nehmen. Jetzt heißt es ab ins Bankett. Ein normaler Tieflader mit einer so hohen Last könnte da leicht umkippen. In dem Fall sieht man die Funktionalität von einer Pendelachse. Die ist jetzt in der Mitte nach oben auf Asphalt, unten auf Schotter. Da ist ein Höhenunterschied von 8 cm, aber das gleicht halt problemlos aus. Dann heißt es noch mal warten, bis auf Trasse 1 wieder Strom fließt. Erst dann kann Trasse 2 abgeschaltet werden, denn sonst wäre der Tagebau komplett ohne Strom. Ja. Geh los, Thomas. Danach geht es auch unter der zweiten Stromtrasse durch. Jetzt ist es nur noch eine relativ kurze Strecke bis zum ersten Etappenziel. Eine große Kreuzung, kurz vor der Ausfahrt aus dem stillgelegten Tagebau. Randolf Peters manövriert den Schwertransport so an die Seite, dass er kein Verkehrshindernis darstellt. Hast du da eine Bremse angezogen? Wenn du ausmachen tust, Fernbedienung ausmachen tust, gibst du die normalerweise immer noch. Ich habe aber angezogen. Transport hat gut funktioniert. Sind um jede Kurve rumgekommen, die Höhen haben gut geklappt, Strom wurde abgeschaltet, sind wir drunter durchgefahren. Alles hat gepasst, Technik hat funktioniert, wir sind sehr zufrieden. Außer mit dem Wetter. Also wir haben zwar gestern Abend eine Kerze angezündet in der Kirche, aber wir hätten sollen zwei anzünden, weil warm war es genug, aber ein bisschen Regen hat gefehlt. Auf der nächsten Etappe wird es zumindest ein bisschen kühler werden. Wir stellen jetzt das Fahrzeug ab bis heute Abend 22 Uhr, bis wir auf der Bundesstraße weiterfahren dürfen mit der Polizei. So lange machen wir jetzt Pause. 21 Uhr abends.
Erst in einer Stunde darf der 130 Tonnen schwere und 50 Meter lange Schwertransport die öffentlichen Straßen außerhalb des Braunkohletagebaus befahren. Bis dahin muss Randolf Peters noch einige Vorbereitungen treffen, zusammen mit seinem Kollegen Günter Lubk, Spitzname Charlie. Wir bauen jetzt Scheinwerfer zusätzlich noch dran, schöne Strahler, und dann werden wir genug Licht haben, dass wir alles sehen, wo die Achsen hinlaufen. Ne? Auf ihrer nächsten Etappe brauchen die Transportprofis Schützenhilfe. Die Polizei begleitet uns jetzt auf der Bundesstraße. Wir haben jetzt einen Abschnitt zu fahren auf einer öffentlichen Straße. Und auf einer Verkehrsinsel müssen wir Schilder demontieren. Und bei der Einfahrt in den Tagebau noch mal ein Schild demontieren. Was erst einmal unkompliziert klingt, aber nicht ohne sein wird. Charlie, geht los? Geht los. Um auf die Straße zu kommen, muss Randolf Peters kräftig rangieren. Viel Spiel hat er dabei nicht, denn hinter und vor der Last ist Grünbewuchs, der geschont werden soll. Wie viel haben wir noch da hinten? Weiter und Stopp. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Transportmodule, die sogenannten Selbstfahrer, im unbefestigten Untergrund stecken bleiben. Und dann ist da noch ein Bauzaun im Weg. Allerdings nicht lange. Das letzte Hindernis an der Kreuzung ist dieses Verkehrsschild. Bei ihm wendet Randolf Peters ein etwas schonenderes Verfahren an. Punkt 22 Uhr macht sich der Schwertransport auf den Weg zum Werksausgang des stillgelegten Tagebaugeländes. Dort stellt der Transportprofi die Selbstfahrer erst einmal ab und bespricht sich mit der Polizei und dem Vorauskommando. Die Crew um Thomas Helmert soll ihm auf den öffentlichen Straßen den Weg freimachen. Bevor der Schwertransport wieder anrollt, machen sich die Tieflader mit den Raupenfahrwerken der Antriebsstation auf den Weg. Direkt nach ihnen startet Thomas Helmert mit seinem Team. Der Problembeseitiger für große Lasten auf der Straße hat Freude an seinem Job. Jedes Mal neue Abmessungen, jedes Mal andere Wege, jedes Mal andere Arbeiten. Und das ist eigentlich schön, dass es jedes Mal was anderes ist. Keine Eintönigkeit aufkommt. Die erste Kreuzung, die Auffahrt von der Landstraße auf die Bundesstraße. Hier lauern gleich mehrere Hindernisse. Über diese Verkehrsinsel muss er drüber, er passt von der Durchfahrtsbreite und auch von der Länge. Ohne Demontage hier nicht durch. Und somit machen wir jetzt Platz für das Ganze. Allein die Verkehrsschilder wegzuschaffen genügt nicht. Es müssen noch Kunststoffplatten auf die Verkehrsinseln gelegt werden. Ansonsten wären die Pflastersteine durch den Schwertransport in Gefahr. Die Achsen von dem Auflieger sind ja angetrieben. Und wenn er dann jetzt da drauf rangiert beim Rausfahren, kann es sein, dass er welche rauswühlt. Das ist schon öfter vorgekommen. Und dann steht morgen die Straßenbaubehörde da und sagt, was habt ihr da getan? Thomas Helmert muss sich ranhalten, denn bald wird der Schwertransport hier eintreffen. Jetzt sind nur noch zwei Schilder im Weg. Das erste lässt sich problemlos entfernen. Doch beim zweiten geht gar nichts. Da hilft auch heftiges Rütteln nicht. Das Schild steckt bombenfest im Boden. Da ist die Mutter verwirrt. Festgekrammelt. Der Versuch, die Mutter zu lösen, scheitert kläglich. Die Geheimwaffe, die die beiden jetzt einsetzen, heißt Kriechöl. Dann der zweite Versuch. Endlich geschafft. Just in dem Augenblick, als auch die Polizei eintrifft, die die Bundesstraße für den öffentlichen Verkehr sperren soll. Um die Sperrung so kurz wie möglich zu halten, fahren die Beamten erst los, als der Schwertransport schon direkt vor der Kreuzung steht. Randolf Peters versucht, die Förderbandantriebsstation in einem Zug über die Kreuzung zu bringen, ohne zu rangieren und Gefahr zu laufen, die mittlere Verkehrsinsel doch zu beschädigen.
Vorne, an der Böschung der Bundesstraße, wird es eng für die 50 Meter lange Last. Charlie, hinten alles okay? Immer komm schön weiter so. Immer komm schön weiter. Es hat geklappt. Die nächste halbe Stunde hat der Koloss jetzt erstmal freie Fahrt. Das Vorauskommando kommt inzwischen an die Stelle, wo der Transport in den noch aktiven Tagebau abbiegen soll. Dabei muss das hintere Ende der Antriebsstation über diesen Grünstreifen schwenken. Hier im Überschwenkbereich steht das Schild im Weg. Das schneiden wir jetzt ab und versehen es damit in Verbinder. Diesmal kein langwieriges Rütteln, sondern kurzer Prozess mit der Motorflex. Nach nicht einmal einer Minute ist das Vorfahrtschild beseitigt. Das nehmen wir mit und geben es beim Schrotthandel ab. Nein, das legen wir jetzt hierher und nachher machen wir den Rohrverbinder drüber. Wenn er übergeschwenkt hat, dann machen wir es wieder fest. Da steckt man dann so eine Hülse rein und dann wird das andere wieder aufgeschlagen. Das sind extra für so Schilder. Rohrverbinder heißt das. Und dann ist es wieder fest. Festschweißen ginge natürlich auch. Aber damit würde sich die Verkehrstechnikfirma möglicherweise doppelte Arbeit machen. Wir wissen ja auch nicht, wie oft wir es wieder rausmachen müssen. Es kann ja sein, dass es noch mehrere so eine Teile kommen und dann müssen wir es ja wieder rauskriegen irgendwie. Und dann ganz am Ende kann man dann die Straßenmeisterei bitten, das wieder anschmeißen. Aber ich glaube, hier kommen noch genug Teile, die das auch brauchen. Jetzt müssen die beiden zusehen, dass sie mit ihrem Fahrzeug hier wegkommen. Denn schon nahen die Selbstfahrer mit der Antriebsstation. Schwertransportprofi Randolf Peters muss hier die nächste Herausforderung meistern. Wir biegen jetzt von der Bundesstraße ab, rechts in den Tagebau. Und das ist eine ziemlich enge Stelle. Da haben wir ein Schild entfernt hier, ein Hauptstraßenschild, was uns im Weg gestanden hätte. Und jetzt müssen wir schauen, eventuell noch ein oder zwei Begrenzungspfosten demontieren. Und dann biegen wir da rechts rein. 50 Meter lang ist der Transport. Und mit 6 Metern dreimal so breit wie ein PKW. Damit Randolf Peters nirgends aneckt, fährt er im Schneckentempo. Zuerst wird es vorne eng an einem Vorfahrt-Achtenschild. Zurückstoßen geht nicht, weil die Räder sonst im unbefestigten Grünstreifen einsinken könnten. Gerade so kommt das Stahlgerüst am Schild vorbei. Dann wird es auf der rechten Seite im Kurveninneren sehr knapp. Weiter nach links kann Randolf Peters nicht, da ist die Leitplanke im Weg. Günther Lubk, der hinten aufpasst, hebt das Fahrwerk der Selbstfahrer so weit wie möglich an. Haarscharf kommt der Motor des Selbstfahrers über die Leitplanke hinweg. Und auch am Eingangszaun zum Tagebau wird es eng. Glücklicherweise ist der Begrenzungspfosten flexibel und überlebt den Rempler. Jetzt sind es nur noch ein paar hundert Meter bis zum Etappenziel. Auf den größtenteils nur geschotterten Wegen weiterzufahren wäre viel zu gefährlich. An einer Kreuzung stellen die Transportprofis die Antriebsstation jetzt ab. Feierabend, 6 Uhr Hähne zu, stellt der Fahrwerk mal noch gerade und fertig. Etappenfazit ist, hat alles gut funktioniert und ja, wir hoffen, dass morgen vielleicht nicht ganz so warm ist. Und dann fahren wir den Rest noch. Besondere Schwierigkeiten dabei? Ja, jetzt ist nur noch geschotterte Wege und da muss man halt sehr aufpassen auf Querneigung. Und es sind ein paar Steigungen und, oder besser gesagt Gefällestücke dabei mit ziemlicher Querneigung und ein paar 90-Grad-Kurven, wo wir dann schon genau aufpassen müssen und ausgleichen müssen. Aber das bekommen wir auch hin. Der Braunkohletagebau vereinigt das Schlehenhain am nächsten Morgen. Punkt 9 Uhr nehmen Randolf Peters und sein Kollege Günther Lubk die dritte und letzte Etappe in Angriff. In 3 Stunden soll die Antriebsstation für Förderbänder am neuen Standort ankommen. Das erste Stück ist zwar noch relativ eben, hat aber dennoch Tücken.
Diese Linkskurve sieht für den normalen Verkehrsteilnehmer harmlos aus, ist aber für einen 50 Meter langen und 6 Meter breiten Koloss ein ernstzunehmendes Hindernis. Immerhin hat die Kurve volle 90 Grad. Die muss man schon versuchen zu schneiden, weil es lenken ja alle Räder. Man muss schauen, dass man im Kurvenmittelpunkt, im Scheitelpunkt dann irgendwann die Räder eingelenkt hat und noch genügend Platz ist zum weiteren Einschlagen der Räder. Diese Vorsichtsmaßnahme soll sich auch gleich ausbezahlen. In der Kurve selbst ist zwar außen genügend Platz, aber am Ausgang der Kurve sieht es anders aus. Dort ist ein Gebüsch. Die Stahlkonstruktion kommt darüber weg, aber für den Motor reicht der Platz nicht. Randolf Peters muss auf der Innenseite ins lose Geröll. Kein Problem für die Pendelachsen. Damit die genügend Spielraum haben, hebt der Transportprofi das Fahrwerk an. Engpass Nummer 1 ist genommen. Nach ein paar hundert Metern freier Fahrt kommt ein Streckenabschnitt, der gleich drei Schwierigkeiten birgt. Zum einen geht es in ein Gefälle von 12%. Und das beginnt genau in einer scharfen Rechtskurve, die außerdem noch eine starke Innenneigung hat. Eine echte Herausforderung, selbst für einen Experten wie Randolf Peters. Sein Kollege Günter Lubk passt die Innenneigung an, indem er den Transport auf der rechten Seite hydraulisch anhebt. So bleibt er in der Waagerechten. Ja, läuft gut so, läuft gut. Die Pendelachsen gleichen den Höhenunterschied zwischen rechts und links aus. Wir haben jetzt hier Querneigungen, wo halt ohne Pendelachsen wir gar nicht fahren könnten. Und das ist halt eben der Vorteil an dem Fahrzeug. Und auch auf der Außenseite der Kurve ist die Fahrspur für die Transportmodule alles andere als eben. Die nächste Herausforderung ist das Gefälle nach der Kurve. Die 130 Tonnen Gesamtgewicht des Transports schieben gewaltig. Randolf Peters muss hier fast die volle Bremsleistung geben. Jede zweite Achse der Transportmodule verfügt über Trommelbremsen. Die anderen Achslinien, die von den 500 PS starken Motoren hydraulisch angetrieben werden, bremsen durch ein Absenken des Hydraulikdrucks. Wir fahren so langsam bergunter, dass das Öl schon wieder anfängt, rückwärts zu drehen, wenn jetzt nicht genügend Achslast ist. Bei wenig Achslast haben die Räder auch wenig Grip. Dann reicht auch schon ein geringer Hydraulikdruck, um die Räder rückwärts drehen zu lassen. Eine halbe Stunde dauert die Schleichfahrt. Für gerade mal 300 Meter bergab. Ja, wenn man so die Strecke bewältigen kann, ohne Probleme und alles reibungslos funktioniert, macht es schon Erleichterung breit. Bei nasser Fahrbahn hätten wir hier den Berg nicht runterfahren können. Das ist schon ein Gefällestück, was man normalerweise hätte asphaltieren müssen, weil das ist hier 12% und 14%. Das ist schon heftig. Den weiteren Streckenverlauf bis zum Ziel muss Randolf Peters jetzt erst einmal mit Thomas Meissner besprechen, dem zuständigen Fachingenieur der Mitteldeutschen Braunkohle AG. Also wir werden jetzt noch mal ein Wendemanöver machen, um das Bauteil andersrum auf die Baustelle anzuliefern. Und hier ist ein geeigneter Wendeplatz für die 50 Meter. Und dann fahren wir rückwärts die nächste Schiebebene runter. Auf der Strecke zum neuen Standort der Antriebsstation gibt es hier die letzte Möglichkeit, den Transport zu wenden. Der Platz dafür ist zwar knapp, aber dank der um 360 Grad drehbaren Achsen der Transportmodule gelingt das Manöver. Auf der Straße in Richtung Tagebauloch gibt es eine Dreier-Kurvenkombination, die zu eng ist für den Transport. Randolf Peters muss von der geteerten Straße herunter. Ja, man muss halt aufpassen, die Räder nicht so sehr blockieren. Der Übergang jetzt vom Teer auf Schotter ist ein bisschen problematisch, weil wir eine kleine Kante drin haben und die Traktion sich ändert. Deshalb müssen wir das ein bisschen ausgleichen.
Vorne ein bisschen anheben, Günther. Die kritische Stelle. Hier besteht die Gefahr, dass der Transport aufsetzt. Und zwar in der Mitte, am Motor, dem sogenannten Powerpack. Hinten höher. Powerpack ein bisschen anheben. Lenken, Gas geben, bremsen und dann auch noch die Höhe regulieren. Das ist allein nicht zu schaffen. Zu zweit gelingt es den Schwertransportprofis, die Schikane zu meistern, die sich als noch schwieriger herausgestellt hatte als befürchtet. Da war so ein Versatz von einem halben Meter auf die Länge gesehen von 50 Metern. Das ist schon ziemlich abenteuerlich. Aber wenn man sehr ruhig macht und ein Kollege dabei ist, der mit ausgleichen tut, dann kann man auch solche Schwierigkeiten bewältigen. Die letzten 2 Kilometer bei sengender Hitze, bei über 35 Grad Außentemperatur. Solche Bedingungen machen schon einen normalen Spaziergang zur Strapaze. Für die Männer vom Schwertransport eine Plackerei. Man muss halt viele Strecken auch rückwärts laufen. Und irgendwann gewöhnt man sich daran. Am Anfang war ich ja schon ein Stück langsamer. Aber jetzt kann ich, glaube ich, rückwärts so langsam oder schnell laufen wie vorwärts auch. Also so auf 5 km/h komme ich rückwärts auch. Und irgendwann gewöhnt man sich daran, dann ist es gar nicht mehr so nervig. Das letzte Hindernis auf dem Weg zum Abladeplatz. Eine Brücke über ein Förderband. Ziemlich eng für den 6 Meter breiten Transport. Und ziemlich kurz für das 50 Meter lange Gefährt. Eine ziemliche Steigung auf einer kurzen Strecke. Günther, links heben. Ausgelegt ist diese Brücke an sich nur für maximal 60 Tonnen. Der Schwertransport hat zwar 130 Tonnen, aber weil er sehr lang ist und sich das Gewicht auf 12 Achsen verteilt, stellt das kein Problem dar. Nach 2 Tagen und 1 Nacht erreicht die Antriebsstation endlich ihren neuen Standort. Trotz aller Routine und perfekter Vorplanung atmet Randolf Peters jetzt erst einmal durch. Ja, man ist halt immer froh, wenn man angekommen ist. Also, uns hat keine Schäden gegeben. Ja, ist auch eine Erleichterung. Die Hitze hat Mensch und Maschine zu schaffen gemacht. Und wir sind jetzt zufrieden, dass alles gut gelandet ist. Und werden uns jetzt freuen, heute Nachmittag etwas schwimmen zu gehen. Doch vor der Erfrischung muss erst noch die Antriebsstation von den Transportmodulen auf die Raupenfahrwerke gehoben werden, die vorher exakt platziert wurden. Hier sehen wir nochmal die Schnittstellen von dieser Antriebsstation, wo dann diese großen Fahrwerke wieder montiert werden. Das heißt, die werden wieder angeschweißt. Man sieht jetzt hier, die Ausschnitte sind da, hier gibt es kein Spiel, da geht es um Millimeter. Und hier auf dem Fahrwerk ist das Gegenstück dann, wo man dann sieht, was hier passiert. Hier wird es dann wieder aufgesetzt. Das passt dann genau hier rein und wird dann hier wieder verschweißt. Die mächtigen Autokrane mit einer Maximalhubkraft von 300 und 400 Tonnen hieven das Gerüst der Förderbandantriebsstation jetzt von den Transportmodulen auf die Raupenfahrwerke. Nach einer knappen halben Stunde können die Anlagenmonteure das Stahlgerüst fixieren. Die letzten Aufgaben für Transportprofi Randolf Peters. Er schafft die schweren Spannketten mit Zubehör in den Materialcontainer und lässt die Selbstfahrer auf Tieflader hieven. Dann erst ist für ihn Feierabend. Für uns ist alles gut gelaufen. Wir sind soweit durch, aber wenn man einmal durch ist, heißt das, die nächste Aufgabe lauert schon irgendwo. Und es geht dann wieder von vorne los.